Fußball-Zweitligist Arminia Bielefeld hat im Rahmen des laufenden Sanierungsprojekts sein Stadion an 4 Bielefelder Immobilienexperten und 6 Unternehmen aus dem Bündnis Aul verkauft. Das gab der Club am Montag bekannt. Insgesamt habe die Arminia binnen eines Jahres 26,5 Millionen Euro Schulden abgebaut und sei damit nach der Sanierung netto finanzschuldenfrei. Die Arminia wird einen Generalmietvertrag mit der Bündnis Alm GmbH unterzeichnen, der zunächst für eine Dauer von 15 Jahren geschlossen wird. Der Club behält alle Rechte am Stadion und trägt im Gegenzug alle Pflichten und Kosten der Instandhaltung. Punkt. Nach 5 Jahren verfügt die Arminia über ein Rückkaufsrecht, der Club besitzt zudem ein dauerhaftes, exklusives Vorkaufsrecht. Die Konstellation könnte nicht besser sein für uns, sagte Präsident Hans-Jürgen Laufer. Wir betrachten diesen Erfolg aber auch als Auftrag, weiterhin verantwortungsvoll mit den Finanzen des Vereins umzugehen.